seid gegrüßt, der Wolfmengarn hier mit dem 64. Part unseres Let's Plays zu Guild Wars 2 mit unserer Diebin und dabei der Shovel. Ja, hallo Leutchens. Ich muss dazu sagen, in den letzten beiden Parts habe ich mich ja mit der Partzahl vertan. Ich bitte dies zu entschuldigen und wir gehen dann hier nochmal. Nee, nicht da. Ja, hier okay, raus. Daraus. Daraus, da sag ich doch. Hier hin, weil das gehört nämlich noch zu dem Geschichtsabschnitt, die Quelle von Ohr. Und der Schobel rennt schon. Ja, ich weiß wo ich hin muss. Ja. Und dann werden wir sehen. Und dann starten wir hier auch gleich die Instanz ohne lange Umschweife. Richtig, genau. Entschuldigt. So. Jetzt können wir da wieder reinlaufen. Ja. Erst zurücklaufen, dann hinlaufen. Na, die sind auch lustig. Das habe ich letztes Mal schon moniert, weil ich hätten sie auch von da aus starten können. Ja. Weil, ja, die wollen da nur machen. Damit sie sehen, dass wir jetzt kommen und das Tor aufgeht. So. Wir müssen jetzt zum Schiff rum hoch. Yep. Ich weiß. Aber hier vorne kommt noch die Flügeltante. Genau. Und zwar hier vorne, wirst du gleich sehen. Da musst du kurz stehen bleiben. Zack. Scheiße. Ja klar. Ja, ich sehe mal den Text wieder nicht. Ja, das finde ich auch schade. Das hätten sie besser überarbeiten sollen, so wenn eine Gruppe das durchspielt, dass das jeder mitlesen kann. Es kann ja auch mal sein, dass man zu dritt oder zu viert ist oder zu fünft, die Höchstzahl. Richtig, also momentane Höchstzahl. Ja. Weil ab Hard of Thorns sollen ja 10er Raids möglich sein. Ich denke mal, dass man dann auch die Geschichte zu 10 durchspielen kann. Ja, es wurde ja auch jetzt im Facebook erwähnt, dass mit Free to Play. Ja, das mit dem, das hatten wir zwar erwähnt, hier ist er. Ja. Dann lasse ich dich erstmal aussprechen, bevor ich ihn anspreche. Ja, ja, nee, die hatten das zusammengefügt, dass du beides jetzt erwirkt. Das eine erwerben kannst und das andere eben halt free to play ist. Richtig. Okay, und dann sprechen wir mit Trahan. Hört ihr den Jubel, Kommandeur? Genießt ihn. Heute hat der Pakt triumphiert. Und meine wilde Jagd ist endlich vorbei. Preiset den blassen Baum. Ich fürchte, ihr habt noch viel Großes und Schreckliches zu tun. Satan zu töten. Noch vor kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten. Die Reinigung Ors schien unmöglich. Aber wir haben es geschafft. Mit Verbündeten wie euch wird die Befreiung der Welt von Satan schwer, aber nicht unmöglich. Gut gesagt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass euch diese Verbündeten bis zum Ende zur Seite stehen. Meine wilde Jagd mag vorbei sein. Aber unser Bündnis wird weiterkämpfen. Ich widme hiermit den gesamten Pakt und all seine Ressourcen eurem Auftrag. Beim Mutterbaum und allen, die das größte Opfer brachten. Satan wird fallen. Vielen Dank, Marshall. Wenn Satan fällt, dann werden wir es alle mit ansehen. Dann kann die richtige Feier beginnen. Genau, und damit ist der Geschichtsabschnitt auch abgeschlossen. Genau. So. Genau, jetzt kommt Triumph oder Tod. Alles klar. Ich denke mal, wir können hier erstmal rausreisen. Ja, komplett rausreisen, genau. Und dann das beenden erstmal.
Und ich werde dann das jetzt nicht im nächsten Part machen, weil der letzte Part ungefähr 1,5 Stunden dauert. Deshalb werde ich jetzt noch einmal ganz kurz hier auf die Rüstung etc. zu sprechen kommen. Denn dort haben wir, wenn das Bild mal da ist, da ist es, und zwar eine Kraft, Präzision und Zustandsrüstung mit der überlegenen Rune des Diebes. Als nächstes die Pistolen, ebenfalls auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden. In der ersten Pistole ist es wichtig, die Sigill des Feuers zu haben, und in der zweiten die überlegene Sigill der Verdorbenheit. Falls sich da noch was ändert, ihr kennt es von mir, werde ich das natürlich dann auch dementsprechend aktualisieren. Auf den Dolchen haben wir ebenfalls Kraft, Präzision und Zustandsschaden mit der überlegenen Sigill des Giftes, und auf dem zweiten Dolch ebenfalls Kraft, Präzision, Zustandsschaden mit der überlegenen Sigill der Verdorbenheit. Bei der Atemmaske unter Wasser habe ich ebenfalls Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Ist jetzt nur eine 60er, weil ich bisher die 80er nicht gefunden habe, aber das kann sich dementsprechend noch ändern. Hier ist es allerdings ebenfalls ganz wichtig, dass ihr auch unter Wasser die Fertigkeit Nummer 6 habt, beziehungsweise die 6 in Klammern habt, ebenfalls die Rune des Diebes drauf zu tun. Dann unter Wasser kämpfen wir mit der Speerschleuder bzw. Harpunenschleuder in der Haupthand mit Kraft, Präzision und Zustandsschaden mit der überlegenen Sigill der Verdorbenheit und der überlegenen Sigill des Giftes. Auch wenn du, Schovel, davon nicht so begeistert bist, ich habe trotzdem noch ein Speer. Und zwar den habe ich auch. Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Allerdings sind da noch keine Sigillen drin. Da kommen allerdings auch, so wie bei der Harpunenschleuder, die gleichen Sigillen rein. Das Rückenteil ist auf Kraft, Zähigkeit und Zustandsschaden bei mir. Ein 80er, tollwütiges Rücken, eine tollwütige Rückenplatte. Ich glaube, du hast eine andere da drin, ne? Na, ich habe eine Rückenplatte des Hüter der Koralle. Kraft, Prägi, Zustand. Die du hier in den Geschichtsteil bekommen hast. Genau. Dann der Schmuck ist bei den Ohrringen Smaragd auf Kraft, Prezi, Zähigkeit. Beide. Dann genau. Die Ringe sind Kryviol, Mithrilringe auf Kraft, Vita und Zustand. So habe ich sie. Kraft, Vita, genau. Und das Amulett, da fehlt allerdings noch ein Aufwertungsplatz, beziehungsweise ist noch ein Platz frei. Der ist ebenfalls auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Ja, bei mir ist es anders. Ich habe Kraft, Zähigkeit, Heilkraft aus dem einfachen Grunde. Ein bisschen Heal muss der also haben, weil sonst... Genau. Ne? Und da ist es so, das ist ein 80er Rückenteil. Ich habe hier gerade gesehen, dass ich noch eine Krysiolkugel habe. Und die werde ich auf das Amulett mit drauf tun. Dann hat sie nochmal Zustandsschaden, Kraft und Vitalität. Soweit, so gut. Die Rüstung bei dem Pult ist es so. Dort haben wir Betrugskunst. Ich werde die Punkte nicht einzeln vorlesen, sondern wie gewohnt auch aus der Beta kurz drauf stehen bleiben, damit ihr das lesen könnt.
Als zweites haben wir tödliche Künste. Und als letztes kritischer Schlag. Schläge. Entschuldigung, Schläge. Ja, du hast recht. Und wie das Ganze funktioniert, das habt ihr ja schon in den letzten Teilen verfolgen können. In diesem Sinne. Ja, fehlt da nicht noch was? Die Fertigkeitsleisten? Ja, die haben wir ja schon durchexerziert. Mehr oder weniger. Aber du hast recht, wir können die Fertigkeitsleisten noch machen. Die Waffen werde ich jetzt nicht einzeln vorlesen. Nur hinten die hinteren Skillungen, beziehungsweise 6 bis 0 oder 10. Auf der 6 haben wir Siegel der Bosheit. Halt, wenn ihr angreift, aktives Siegel, erhaltet Lebenspunkte. Die Heilung hierbei ist 108, wenn es passiv ist, und wenn es aktiv ist, bekommen wir 2676 Punkte. Dann haben wir Siegel der Infiltration. Regeneriert alle 10 Sekunden einen Zustand, zusätzliche Initiative. Oh mein Bob. Das ist das passive Siegel. Und aktiv ist, bewegt euch mit einem Schattentritt zum Gegner. Initiative gewinnt alle 10 Sekunden eins. Und ganz wichtig, geht Betäubung auf. Die Reichweite hierbei ist 900. Dann als nächstes haben wir das Skullgift. Gift fügt mit euren nächsten paar Angriffen Verwundbarkeit und in meinem Fall Pein zu. Und zwar 4 Angriffe. Für 30 Sekunden ist das auch aktiv. Die Verwundbarkeit ist 10 Sekunden 1% erlittener Schaden und 1% erlittene Zustandsschaden. Die Pein ist Pein 5 Sekunden, 233 Punkte Schaden und bei Bewegung 466. Die Anzahl der Angriffe, wie eben schon angemerkt, sind 4 und die Giftdauer ist 30 Sekunden. Klar könnte man jetzt sagen, oh, mit Berserker könnte ich da wesentlich mehr raushauen. Ich denke mal, ich spreche für uns beide, Schovel, wenn ich da sage, wir haben diese Skillung, beziehungsweise hauptsächlich du, diese Skillung so ausgearbeitet, dass man nicht mit diesem SCH-Berserker rumrennen muss. Nee, ich finde Berserker so nicht passend, weil aus einer Anfangrunde wir, sonst würde es ja nur eine Berserker-Rüstung geben in jedem Rassenklassenbereich. Genau. Da würde es auch keine andere Form und Möglichkeit geben. Richtig. Wir sind dazu da, um Zustände aufzutragen, damit die uns unterstützen, die schneller platt kriegen. Richtig. Dann auf der 9 haben wir Siegel der Schatten. Gewährt eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit um 25%. Blendet Gegner in der Nähe des Zieles. Die Blindheit ist 5 Sekunden. Der nächste ausgeführte Angriff schlägt fehl. Anzahl der Ziele sind 5. Radius ist 240. Und die Reichweite ist 1200. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich das Siegel äußerst selten bis gar nicht genutzt habe. Das lag daran, weil ich halt dadurch etwas schneller auch im Ausweichen war. Also zumindest hatte ich das Gefühl so. Das stimmt, da muss ich die beipflichten aus einem einfachen Grunde. Ihr werdet eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit um 25%.
Hätte man dieses Siegel nicht drin, dann wirst du schon merken, dass du unheimlich langsam bist. Genau. Ja, und das finde ich nicht so gut. Ich kann das nicht so leiden, wenn man da so rumschleicht. Man muss sich halt gut bewegen. Man kann auch besser vielleicht mal. Genau. Richtig. Und dann als letztes haben wir die Diebesgilde. Gilde. Mhm. Ruft mehr Diebe, um euch im Kampf zu unterstützen. Anzahl der Diebe sind 2, die Dauer ist 30 Sekunden. Da könnte man jetzt auch rein theoretisch zum Beispiel den Dolchsturm mit reinnehmen. Den ich aber nicht so prall finde, ganz ehrlich. Auch nicht so prall, aber man kann es machen. In gewissen Gebieten hat es seine gewisse Vorteile. Aber wir haben bisher alle Gebiete mit der Diebesgilde zusammen erledigt und es war einfach nur gut gelungen. Ja, bloß bei mir ist das so, da ich ja nun mal eine Solvari bin, kann ich natürlich ein ganz anderes Elite-Teil hinten reintun, was ich jetzt mal so vorführen könnte. Genau, mach jetzt mal. Das nennt sich Wurzelschlagen und schon habe ich Verteidigungstürme aufgebaut. Richtig. Da könnte zum Beispiel, könnte man das so machen. Das könnten wir vielleicht auch im letzten Part dann machen, weil einer kommt ja noch mit dem Triumph oder Tod. Ich nehme beides, was nimmst du? dass einer mit der Diebesgilde rumrennt, wer das wohl sein wird, wahrscheinlich ich. Ja, und weil ich denn dann mit den Türmen, weil wir wissen ja, was auf uns zukommt, aber wir werden jetzt diesbezüglich nicht spoilern. Genau. So weit, so gut. Eine Sache habe ich allerdings noch vergessen, und zwar hier in diesen Gebieten rund um Ara. Moment. Hier, beziehungsweise die Ruinen von Or. Und auch noch ein bisschen davor ist es äußerst wichtig, gerade mit den Stoffklassen bzw. den Lederklassen, solltet ihr auf jeden Fall kraftvolle Trank der Untotenvernichtung dabei haben. Beziehungsweise dann halt, wenn ihr noch keine 80 seid, die Stufen da drunter. Und je nachdem den Hut, den wir die ganze Zeit benutzt haben. Oder was ich jetzt zum Beispiel auch noch habe, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bin, sind die glasierten Schoko-Himbeer-Kekse, die 45 Minuten plus 80 Heilung, 60 Präzision und plus 15 Erfahrung bei besiegten Gegner gewähren. Richtig, das ist gut zum Leveln, nämlich hauptsächlich zum Leveln. Genau. So weit, so gut. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. In diesem Sinne sage ich, gehabt euch wohl. Euer Schofel. Und euer Wulf Mingan.